Und weiter geht's mit Assassin's Creed 3. Wir haben in der letzten Folge unseren Vater Haysim getötet und jetzt soll Charles Lidrent glauben, der sich irgendwo im Hafen verstecken soll. Und ich entschuldige mich dafür, dass die letzte Folge am Anfang gemacht hat, die ersten 10 Sekunden, und man mich nicht verstanden hat, weil mein Aufnahmeprogramm wieder gestänkert hat. Und dafür, weil ich jetzt weiß, dass das Finale jeden Augenblick kommen kann, habe ich meinen Rechner mal neu gestartet, damit nichts im Hintergrund. Nein, 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 komm, 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 schnell, 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 weiter, 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 weiter. Nein, nein, scheiße! Mist! Ich will das doch loswerden, das. Ich möchte mein Verhandlungslevel vorher loswerden. Ich möchte nämlich niemanden mehr umbringen. Nicht mehr lange. So, jetzt sieht er mich nicht mehr. So. Ich nehme mein Feindungslevel, bevor wir loswerden. Nee, ich weiß nicht, was mit dem Programm los ist. Nach dem letzten Update spackt das ein bisschen rum. Und ich werde hier gerade mein Verhandlungslevel nicht los. Wieso sehen die mich denn? So, jetzt dürften sie mich aber nicht sofort entdecken. Connor, nicht hochklettern. Hierhin. Moment, warte, ich weiß nicht, was da los ist. Wie gesagt, es spackt seit einer Woche erst rum. Und im Hintergrund läuft die Assassin's Creed 3 Themenmusik. So, jetzt kaufen wir uns da nämlich Frieden. Da habe ich nämlich meine Ruhe. Vor die da hinten kommen. So, jetzt können wir nämlich in Ruhe wieder durch die Städte laufen, ohne dass wir jemanden töten müssen. So, und auf zu der Fähre da hinten. Ich meine, nee, ich wollte nicht entschwimmen, weil ich mal den Bekanntheitsgrad noch vorher loswerden wollte. Schwimm, schwimm, schwimm. Ich schweige hier gerade. Ich gucke einfach nur die Zahl an. Ganz schön große Fähre. Fähre, Fähre, Fähre. Fähre, Fähre, Fähre. Boah, dauert das Ewigkeiten zu der Fähre da hinten. Verarschen. Unbemerkt auf die HMS Jersey klettern. Und niemanden töten am besten. Wo könnte man am besten hochklettern? Hier vielleicht. Hinten könnte ich hoch. Oder? Hier geht's hoch. Ja, dieses... Oh. Dauerhafte rot eingefärbte nervt. Du! Hey! Ich dulde keine Gauner in meinem Bereich! Och, Connor! Ganz ehrlich, wie blöd bist du denn? Jetzt vielleicht hier auch irgendwo hoch. Nein. Darf ich jetzt wieder da hinten hinschwimmen, weil er zu blöd war, um auf das Ding zu springen, ey? Och, Connor. Jetzt am Ende will er nicht mehr das machen, was ich mir so denke. Mann, ey. Das nervt vielleicht. Wenn der Connor nicht macht, was er machen soll.
schnarcht denn hier zur Hölle? Singst du im Alter! Nieder mit euch Räubern! Wenn ich jetzt wieder dahin schwimmen darf, rast ich aus. Oh. Kann ich eigentlich auch hier hochklettern? Da, an dem Mast könnte ich hochklettern. Das habe ich nicht gesehen. Warum will er denn nicht weiter hochklettern? Das verstehe ich manchmal bei ihm nicht. Da ist so viel Platz, aber er will einfach nicht klettern. Wer sieht mich denn da zur Hölle? Soll jetzt aber niemanden mehr töten. Mir scheißegal die volle Synchronisation. Alter, der Typ nervt. Kann der mal da weggehen? Du, stopp. Gleich bist du. Toll, ey. Connor, was soll denn der Mist? Das solltest du doch gar nicht machen. Oh, der nervt heute, der Connor. Heute hat er so einen Tag, wo er nicht macht, das, was er machen soll. Ich mich hier oben drauf. Schnell, 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 bevor der Typ kommt. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Den Kapitän belauschen. Das fällt nicht auf, dass der da langklettert. Klettert, willst du mich verarschen? Wie sieht denn der mich? Wie hat denn der mich... Alter, wo kam denn der zweite Typ hier? Hier kriege ich einen Raster. Die Folge ist auf jeden Fall noch nicht das Finale. Ich werde da noch an einer bestimmten Stelle, die ich jetzt schon weiß, einen Cut setzen. Der will sich verarschen. Wo war denn der zweite Typ hier gekommen? Der war... Wie der gerade hochgesprungen ist, um das zu machen. Oh, Connor. Bist du so blöd. Heute ist echt so ein Tag, wo er macht, was er nicht machen soll. Eigentlich sollte er auch gar nicht hochklettern, sondern die Typen... Hä? Hä? Alter, wieso klettern die Typen denn überall rum? Alter, ich krieg gleich einen Raster. Oh. Wieso ist denn das so schwierig plötzlich, Connor? Er ist echt zu blöd zum Klettern heute. Und jetzt fällt er auch noch runter. Alter, was ist denn hier los? Was macht er denn? Ich verstehe es nicht. Was hat er denn heute für Probleme? So ungewohnt mit dem, dass er nicht macht, was er machen soll. Alter, ganz ehrlich, das ist doch... Oh. Wie nervig ist denn das, ganz ehrlich? Du kletterst da lang. Da, entdeckt. Wie soll ich denn zur Kajüte kommen, wenn überall die beschissenen Gegner lauern? Und man nicht entdeckt werden darf. So. So.
Darf ich jetzt? Oh. Mann, 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 Mann. Wie nervig ist denn das Level, ganz ehrlich? Stehen bleiben. Jetzt kommt da der Typ angeklettert, willst du mich verarschen? Ey, ganz ehrlich. Das ist doch furchtbar gelöst, ganz ehrlich. Hatte ich noch nie solche Probleme mit. Wieso hocken denn jetzt überall diese beschissenen Typen? Das kann doch nicht normal sein. Hätte ich mal den einen nicht wiedersehen. Alter. Da klettert man noch rüber und sofort sieht man einen. Wird man sofort gesehen. Ist ja logisch. Ey, das nervt. Das wisst ihr gar nicht. Wie lange hätte ich jetzt auf dieser Fähre rum? 7 Minuten? Jetzt weiß ich, bis der Typ rübergeht. Sollte euch auch leid tun. Wir kamen diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Den Kapitän der Hasen eliminieren. Ganz ehrlich, neck mich, Kapitän. Die letzte Ruhe, Sequenz 12. Mission beendet. Ganz ehrlich. Ich gar keinen Typen dürfen mehr auf dem Schiff. Wenn ich den Kapitän umbringen wollte. So. Nach Boston muss ich. Da reisen wir schnell hin. Green Dragon Taverne, war die nicht da oben? Ich werde auf jeden Fall den Cut so setzen. Noch einen Cut in der Folge setzen, aber die letzte. Also die vorige Folge. Nee. Ich weiß gerade. Nee. Nee, passt alles. Ich laber nichts. Ich habe gerade gedacht, das wäre ja das Finale, dann hätte ich alles am Dienstag bringen müssen. Weil ich gerne, ja, wenn das Finale kommt, 3 Folgen am Tag bringe. Aber tue ich nicht. Das ist ja alles, müsste Mittwoch sein. Wo muss ich denn hin? Da ist die Queen Dragon Tavern. Ich habe gerade, die wäre da oben gewesen. Ne, auf jeden Fall, die Folge und die nächste Folge kommt auf jeden Fall an einem Tag heute. Rein theoretisch. Egal, ich glaube nicht. Egal, was ich laber. Ihr seht ja, wann die Folge online kam. Ja, hier ist der Green Dragon. Ich habe selber weiter unten. Und öffnen. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hört auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös, sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Oh. Vielen Dank. Lee in der Nähe des Hafens finden. Wird gemacht. Ich erinnere mich an die Mission.
erinnere mich. Es war Sonntagabends, 12:30 Uhr, ich habe die Mission gemacht. Ich hatte das Spiel, alle Missionen voller Synchronisation, mir hat nur eine gefehlt und das war die. Ich hätte das Spiel durchgehabt. Aber nein, ich habe die Mission einfach nicht hingekriegt mit der vollen Synchronisation. Dann hatte ich Schule am nächsten Tag, nach der Schule nach Hause gekommen, im ersten Versuch hat sofort alles funktioniert. Furchtbar war das. Oh. Blöder Connor. Blöder Connor. Und halli hopp. Hier, die Schnellreise hat ja nicht funktioniert, deswegen gehen wir hin. Ist das nicht der Pair, wo wir angekommen sind mit Haysim? Ich glaube ja. Ja, wo haben wir denn? Wo ist er denn, der Schals? Da ist er. Zack, ist er auf Rot gegangen. Die Kontinentalarmee erhält bald Unterstützung von See. Die französische Flotte unter Kurve. Warum da halten für B überspringen steht, war ganz einfach, ich hatte nämlich schon auf. Auf. Ja, das war immer das Problem. Ich hatte nie die Reichweite unter 50. Alter, ganz ehrlich. Ziel verloren. Hey. Ich hasse die Mission sowas von. Man muss erst links laufen, dann muss man rechts laufen. Aber Connor meint immer, das anders machen zu müssen. Niemanden anrempeln. Oder das. Man läuft eigentlich links vorbei, aber nein, die Explosion zählt. Zack. Kann ich schon vergessen, kriege ich nicht mehr. Alter, was ist denn das für eine bescheuerte mit der Explosion? Heute passt es alles nicht. Man läuft links vorbei, aber trotzdem trifft die Explosion ein. Finde ich immer wieder sehr anreizend. Connor, renn doch. So. Alter, wieso können die mich denn anrempeln, wenn ich... Oh. Ganz ehrlich, bei diesem Grenzen ist so ein Scheiß egal. So. Kein Schaden durch Feuer erledigen. Da sind ja viele Ratten, seht ihr die? Hallo Charles. Komm näher. So. Toll. Damals hing ich dann hier fest und wusste nicht, wie ich weiterkomme. Ich hätte einfach drunter durchrutschen müssen. Und einmal hat er dann hier das Ding nicht ausgelöst. Da blieb er einfach drauf stehen. Ich wollte schon gerade sagen, warum läuft Connor nicht weiter? Ist einfach stehen geblieben. Komm, Charles. Charles. Aua. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum?
weil es sonst niemand tut. Voll erwischt. Zum Hafenmeister gehen. Gott, ist der benommen. Kein Wunder, bei dem Fall aus wie viel Metern? Dann noch gleichzeitig was auf den Bauch bekommen, was eine Wunde hinterlassen hat. Komm, du schaffst es, Connor. Komm, komm, komm. Ich glaub an dich. Hämmer nicht so laut, das geht auf den Kopf. Graue Nacht, weißt? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Bescheid. Die Jagd auf Lee. Miep, miep, miep. Habe ich erwähnt, dass ich die Mission eigentlich hasse? Ihr wisst, warum ich so verzweifelt bin, um die volle Synchronisation zu erreichen. Ich glaube, auf der Wii U habe ich da volle Synchronisation erreicht bei der Mission beim ersten Versuch. Aber egal. Egal. Laden, laden, laden. Man muss. So. Nicht den Konvoi angreifen, wir wollen da rein. Aber das tun wir erst in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Morgen kommt, in der nächsten Folge kommt dann das Finale. Das aber auch am gleichen Tag wie diese Folge erscheinen wird. Soweit lege ich mich drauf fest. Welcher Tag das genau ist, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe sehr viel geflucht, es tut mir leid. Und dann hören wir uns im Finale wieder. Ciao!